Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin MonkeyGiraffe und habe ein neues Video mit dem Jäger dabei. Diesmal sitze ich im Weilang. Das ist ein Light. Das heißt, man ist schon vornherein mobiler als mit den anderen, als mit dem Medium oder mit den Heavies, wie der Biowolf ist. Aber dafür auch schwächer im Angriff, in der Verteidigung. Da kommt man eher über Schießen. So, der erste ist schon draußen. Beim Einsammeln der Ressourcen muss man immer aufpassen mit den Lights. Wenn man nicht rechtzeitig bremst, rutscht man auch schnell mal drüber. Und hier habe ich auch etwas Glück, dass jetzt kein Gegner gerade in der Nähe ist. Dass ich erstmal in Ruhe Ressourcen sammeln kann. Da ist der andere Light. Dann fährt erstmal gegen die Mauer. Giftspritze eingesetzt. Sieht nice wieder your tank is ready for another upgrade. Lange wie die aktiviert ist. Die Schaden. So, und jetzt geht's los, die wilde Jagd. Erst One-Shot. Aber halt ist fast schon länger. Leider knapp verzogen. Vorteil ist, da er sich ja konzentrieren muss, wenn er mich treffen will, nach hinten. Dass er nicht sieht, wo die Felsen alles sind. Das ist mein Vorteil, da kam man schön durcheinander. So, jetzt sind wir schon bei Stufe 5. Und erst der nächste Light. Seine Ecke am besten rauslocken. Was ist alles, was sehr verbaut ist, sehr hügelig ist. Es ist halt auch schwer, da die Gegner zu treffen. Hold on, there are 10 enemies left. So, und dann sind wir auch jetzt wieder unter Top 10. Haben ein eigenes Glück gemacht. Jetzt 1000 Schaden. Your tank is ready for another upgrade. There's no doubt a new turret is much more spacious and reliable. Sechs erreicht. Noch zu acht. Ich weiß immer, wie man sieht, wo die Urwelche schießen. Weiß man, dass da gerade welche auf dem Kämpfen abgelenkt sind. So, ich bin wieder aufgegangen. Aber die sind auch miteinander beschäftigt.
kann man jetzt fischen. Da muss man jetzt welche hier verdanken vor. Mehr auf dem Wege gibt. Da muss ich das sagen, wie es ist. Was war denn, wenn ich sehr gut ordentlich dann sieht man wenigstens, wo es ist. Ich habe erst überlegt, ob ich es mache oder nicht. Ich hab's gemacht. Aber ich hab doch gesehen, das ist doch ein Fehler, dass ich es mache. Dann lieber auf 6 bleiben. Dass wir den mehr auch nicht wissen. Ist irgendwie effektiv. Damit hat der letzte Überlebende gewonnen und wir haben Rang 2 Ende gehabt. Aber was soll's. So, und dann zeige ich euch noch fix die Gefechtsergebnisse. So, und jetzt noch das Gefechtsergebnis. Wir hatten ja nur einen Kill gemacht und 2854 Schaden. Trotzdem haben wir Platz 2 erreicht. Das heißt, man muss nicht immer kämpfen, um auch weit vorne zu sein. Manchmal reicht es auch, sich aus den Gröbsten rauszuhalten und dann nur gegen die zu kämpfen, wo es sich dann am Ende lohnt. Beziehungsweise, wo man merkt, sind sie besser oder sind sie nicht besser. Gut, da der andere mit mir eigentlich einen Doppelkill gemacht hat, war das ein bisschen Pech. Wie man auch sieht, ich habe nur 16 Mal geschossen, 10 Mal getroffen, davon 9 Mal penetriert. Groß im Ganzen ein sehr gutes Trefferbild. Und wenn euch auch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.